Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Neue Nacht, neue Runde, freie Themennacht heute wieder, wenn ihr also mit mir reden wollt, sprechen wollt, diskutieren wollt, beraten wollt, was auch immer, dann meldet euch. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 oder E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Erster Anrufer, nein, erste Anruferin heute Nacht ist Sarah, 25, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sarah. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, mein Thema heute Abend ist Vaginismus. Vaginismus? Vaginismus, genau. Was ist das? Ja, es handelt sich dabei, ich würde mal sagen, um eine Krankheit, die noch relativ wenig auch unter Ärzten bekannt ist. Es geht dabei darum, dass ich keinen Geschlechtsverkehr haben kann. Warum? Sprich, der Vaginalmuskel, also dieser Ringmuskel in der Vagina, ist bei Vaginismuspatienten entweder situativ, also in bestimmten Situationen, oder eben permanent so angespannt, dass ein Eindringen nicht möglich ist. Und wie ist das bei dir? Bei mir ist es permanent. Permanent? Permanent, ja. Seit wann schon? Also, so genau kann ich das eigentlich gar nicht festlegen. Ich weiß, dass ich mit 13 schon versucht habe, als ich meine Periode bekommen habe, Tampons einzuführen und dass mir das nicht möglich war. Selbst das geht nicht. Selbst das geht nicht. Einen kleinen Tampon. Nein, das geht auch nicht. Und das also das Einzige, was geht, ist eine gynäkologische Untersuchung hatte ich allerdings auch nur mit dem Finger untersucht worden. Mhm. Also Spekulum oder sonstiges konnte nicht eingeführt werden. Ja. Und das ist wirklich konstant, permanent von deinem 13. Lebensjahr bis heute. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich permanent merke, dass da was nicht stimmt, so über den Tag verteilt. Es ist eben einfach eine gewisse Körperspannung da, die das halt sich widerspiegelt. Aber richtig gemerkt, dass mit mir etwas nicht stimmt, habe ich eigentlich erst beim ersten Freund, als es um den Geschlechtsverkehr ging. Und da ging gar nichts? Da ging gar nichts, nein. Also so im Vorab habe ich mir halt immer gesagt, ja, was weiß ich, man ist ja noch Jungfrau und es macht sich dann alles und... Das heißt im Klartext, dass du bis heute noch mit keinem Mann geschlafen hast, also im klassischen Sinne geschlafen hast? Ich bin im theoretischen Sinne bin ich das, was man eine Jungfrau bezeichnet. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich auch. Im medizinischen Sinne auch. Ja. Was ich gerade fragen wollte, verstehe ich das richtig, dass du das, wenn du so normal im Leben bist, normal im Alltag, du spürst das nicht, dass Nein, da irgendwas verkrampft ist? Ich habe da keinerlei andere Beschwerden oder dass ich da jetzt... Keine Schmerzen, keine Verspannung, Schmerzen, gar nichts? Gar nichts. Ja. Gibt es denn da schon mal so Kleinstunterschiede, dass es mal sehr verspannt ist, dass fast überhaupt gar nichts reingeht und dann doch wieder ein bisschen entspannter alles sich darstellt? Ja, das variiert schon. Also zum Beispiel... wenn ich jetzt unter sexueller Erregung stehe, ist es natürlich auch entspannter, als wenn ich jetzt unter extremen Stresssituationen bin. Oder hast du denn überhaupt eine sexuelle Erregung, weil das doch wahrscheinlich immer verknüpft ist mit dem Wissen um die Verspannung? Ja, also ich habe, das ist jetzt ganz schwer zu erklären, ich habe ein ganz normales, in Anführungszeichen, sexuelles Bedürfnis wie andere Frauen auch. Ja. Also es hat nichts mit Frigidität zu tun oder sonstiges. Ich habe noch nie in meinem Leben Probleme gehabt, einen Orgasmus zu bekommen. Ich bin auch sexuell nicht desinteressiert, ganz im Gegenteil. Und das heißt, bei der Selbstbefriedigung funktioniert das? Die Selbstbefriedigung funktioniert, aber nicht das Eindringen mit dem Finger. Wie kriegst du deinen Orgasmus? Ja, man kann sich ja auch klitoral stimulieren, sag ich jetzt mal so ganz. Ja. Hast du diese Praktik auch mit Männern? Praktizierst du die auch mit Männern? Verzichtest du gänzlich auf Partnerschaften, sexuelle Partnerschaften? Nein. Also ich hatte einige Partnerschaften und ich weiß den Namen für das Problem auch eigentlich erst seit knapp 2,5 Jahren. Wir sagen es nochmal, Vaginalismus. Vaginismus. 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 Also, ja. Und bin damals auch über eine Selbsthilfegruppe im Internet erst darauf gestoßen, weil viele Gynäkologen damit auch, Vaginismus, man...
es läuft ja immer noch dieses Gerücht von Vaginismus. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, diese Geschichte, dass der dieser Penis Captivus, der dann stecken bleibt und bis die Vaginalmuskeln. Schlimme Geschichten für uns Männer, dürfen wir gar nicht dran denken. Ja, aber das ist ja auch, ja, so, eigentlich ist es nur ein kleines Ammenmärchen. Das ist nur entstanden eben durch einen Artikel in den 20er Jahren, der diesen Vaginismus behandelt hat, und ein Arzt hat sich da wohl drüber lustig gemacht. Die Frage war gerade, sonst vergessen wir es. Die Frage war, lebst du Sexualität mit Menschen, mit Männern? Ja, natürlich. Ja. Hast du einen Freund zurzeit? Ich habe auch einen Freund. Du hast einen Freund. Und ihr habt euch arrangiert. Das heißt, es gibt haben uns arrangieren müssen, ja. Also man geht ja immer Kompromisse ein. Die Freunde, die ich vorher hatte, ich hatte auch relativ spät erst einen ersten Freund mit 20. Ja. Und das waren halt immer so 3-Monats-Beziehungen, sage ich mal. Mhm. Wenn es dann wirklich ernst wurde, und ich wusste halt auch nicht, woran es liegt. Ich habe halt immer gesagt, ich brauche Zeit, und ich dachte ja auch, das wird alles nach einer gewissen Zeit. Und das heißt, eure Sexualität passiert auf der Basis von Oralsex, von manueller Stimulation. Genau so. Und so weiter. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen schon? Seit 2,5 Jahren. Seit 2,5 Jahren. Und du hast das Gefühl, dass er sich damit arrangiert hat, und es ist kein Problem in eurer Beziehung. Es ist schon ein Problem. Also, aber es ist mehr ein Problem, dass ich damit habe. Er hat sich da sehr gut mit arrangiert. Wir haben auch analen Verkehr. Der ist möglich. Ja. Und es ist halt für mich ein größeres Problem, denke ich, manchmal auch als für ihn. So, was ist jetzt die Ursache? Ist es eine körperliche Ursache oder ist es eine seelische Geschichte? Ja, also das ist auch wieder ganz schwierig zu erklären. Man geht davon aus, wie gesagt, es ist noch sehr wenig Forschung da drin betrieben worden. Anfangs ging man davon aus, dass es eine seelische ist. Da geht man auch weiterhin von aus. Ich bin aber als Kind weder missbraucht worden, noch habe ich da sonstige Erfahrungen, an die ich mich jetzt erinnern könnte. Es muss ja vielleicht auch keine direkte sexuelle Verbindung sein. Es kann ja auch irgendwas anderes sein, was eine Ausstrahlung dorthin hat. Ja, also man sagt, es könne auch zum Beispiel Arztbesuche sein, die negative Erfahrungen mit sich bringen oder sonstiges. Und, aber du bist dir da selbst noch nicht auf die Schliche gekommen. Nee, bin ich jetzt. Ich habe auch noch keine Therapie gemacht. Die möchte ich jetzt in nächster Zeit mal anstreben. Ja. Es ist ja wahrscheinlich schon eine Sehnsucht, ne? Etwas zu erleben, was du gar nicht weißt, wie es ist. Aber also ich habe im Freundeskreis auch Freundinnen, die sagen, sie könnten auf Sex komplett verzichten, weil sie noch nie einen Orgasmus hatten. Mhm. Und bei mir ist es eben so diese Ironie, dass ich gern möchte und gern können würde und eben nicht kann. Aber wie gut, dass das so eine Entwicklung ist. Wie ich das gerade schon gefragt habe, hätte es ja auch sein können, dass dir diese Verspannung oder diese Erkrankung oder wie immer man es nennen mag, dass die dich ganz weggedrückt hätte überhaupt von der sexuellen Lust. Aber die ist ja da bei dir und das ist ja schon mal toll. Ja, die ist da, aber manchmal denke ich mir fast, es wäre besser gewesen, wenn die nicht so da wäre, weil dann halt die Probleme für mich nicht so groß wären. Wenn du so ganz entspannt mit deinem Freund, da gibt es ein Vertrauensverhältnis, ihr seid über zwei Jahre zusammen, er weiß, wie er dir Freude bereiten kann, wie es funktioniert. Wenn ihr dann ganz entspannt seid in der erotisch-sexuellen Situation und du sogar kurz vor einem Orgasmus bist und den Orgasmus dann auch bekommst, auch dann gibt es keine Entspannung danach. Nein. Es ist alles so wie vorher. Alles ist verkrampft und so wie vorher. Also ich muss dazu sagen, wir haben auch durchaus Frauen in dieser Selbsthilfegruppe, die Kinder auf normalem Wege zur Welt gebracht haben und danach wieder dasselbe Problem hatten. Also die selbst ein Kind zur Welt gebracht haben? Und ja, weil der Muskel eben, diese Verspannung des Muskels ja nichts damit zu tun hat. Also es gab in früherer Zeit einen Versuch, den Muskel zu dehnen, die Scheidenwände zu dehnen. Aber das hat mit der Ursache insofern nichts zu tun, dass dieser Muskel sich ja wieder so zusammenzieht, wie er ist. Also es hat nichts damit zu tun, dass die Scheide zu eng wäre. Oder also gynäkologisch ist bei dir alles abgeklärt? Anatomisch völlig in Ordnung. Alles in Ordnung. Geht halt davon aus, dass irgendwann mal ein traumatisches Erlebnis vorlag. Und hat sich aber jetzt, also ich habe da keinen bewussten Einfluss auf diesen Muskel und man geht davon aus, dass man durch dieses traumatische Erlebnis immer wieder diese Muskelverspannung hervorgerufen hat, als und Laie, sich dann verselbstständigt. Ja, als Laie würde man so denken, Mensch, gibt es denn nicht irgendein Mittelchen, was man vielleicht reinspritzt und dadurch der Muskel, oder dass man irgendwie zu sich nimmt oder weiß ich was? Also in Amerika wird da viel mehr geforscht als bei uns die haben jetzt, also es wird jetzt auch in Deutschland neuerdings laufender Test rein mit diesem Botox, also dieses Botulinumtoxin, was man auch in der Schönheitschirurgie vielleicht ist. Wenn man oben Falten hat, ne, dann spritzt man sich das da rein. Wird dann die Muskeln gespritzt, ein heftiges Gift, was da in kleinen Mengen die Muskeln gespritzt wird, um die zu entspannen. Nur ist das noch recht wenig erprobt, wird auch von den wenigsten Ärzten angeboten, sage ich jetzt mal.
und hat auch den dummen Nebeneffekt, dass es direkt in die Muskulatur gespritzt werden muss. Und wenn da nur ein Millimeter Fehlschlag ist, bist du mal für knappe 5 bis 6 Monate inkontinent. Ja, das ist dann auch weniger schön. Das würde ich dann auch nicht ausprobieren wollen. So, du planst eine Psychotherapie, um das zu ergründen, was vielleicht die Ursache ist? Ja, eigentlich noch nicht mal so, um die Ursachen zu ergründen, sondern eigentlich mehr mit den Folgen fertig. Ist mir klar, ja, würde ich dann auch eher so sehen, ja. Vaginismus nennt sich dieses Krankheitsbild. Genau. Oder diese Krankheit. Du hast gerade schon angedeutet, es gibt Selbsthilfegruppen überall, die man wahrscheinlich übers Internet dann, wenn man das Stichwort eingibt, herauskriegen kann. Ja, ne? info@vaginismus. Ja, das heißt also, wenn jetzt Frauen uns zugehört haben, die in ähnlicher Weise betroffen sind, können die sich da schlau machen und euch dann Kontakt aufnehmen. Genau, wir hatten bei WDR, hattet ihr auch letztens bei einer Sendung darüber gehabt und da war plötzlich ein Riesenandrang, weil viele Frauen auch überhaupt nicht wissen, was sie da haben und sich schämen und nicht drüber reden können oder umso schöner, auch dass einfach nur Schmerzen beim Verkehr haben. Also das kann auch schon einfach ein Vaginismus sein, der halt weniger stark ausgeprägt ist als das, was ich jetzt berichte. Umso besser, dass du angerufen hast und so frei und offen darüber erzählt hast. Das finde ich sehr schön. Das heißt, da können Frauen dann jetzt auch dann initiativ werden, wenn sie sich damit irgendwie verglichen haben, jetzt auch, was du gesagt hast. Ja. Liebe Sarah, ich hoffe, dass es irgendwann besser geht und du auch richtigen normalen Sex mal genießen kannst. Alles Liebe, schön, alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Räume. Räume, die mir Angst machen. Das kann vielleicht ein Krankenhaus sein, ein Krankenhausraum. Das kann ein Knast sein, eine Friedhofskapelle. Das können auch Zimmer sein, in denen ihr mal etwas sehr Bewegendes oder sehr Trauriges oder sehr Schlimmes erlebt habt. Räume, die mir Angst machen, so heißt unser Thema morgen. Heute haben wir eine freie Themennacht, wie immer dienstags, und hier ist Mike, und Mike ist 24 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Hallo, Domian. Ja, mein Thema heute Abend ist, dass ich eine Prostituierte als Freundin habe. Wie lange schon? Seit einem Dreivierteljahr. Ja. Wusstest du das von Anfang an, dass sie eine Prostituierte ist? Ja. Wie hast du sie kennengelernt? Bei der Arbeit? Also bei ihrer Arbeit? Ja, bei ihrer Arbeit. Und zwar, das liegt schon ein Jahr zurück. Mhm. Ich bin bei der Bundeswehr, bin Zeltsoldat. Mhm. Und halt mit der Kumpels, wie man so ist, man geht was trinken und dann eben die dumme Idee, wir gehen im Puff. Ja. Also jetzt wirklich so gesagt. Und jedenfalls, so war's. Die ganzen Kumpels, die schon alle unterwegs gewesen, und ich eigentlich mehr so schüchtern. Mhm. Sei dessen so Interesse gar nicht gehabt. Und sie hat sich denn zu mir hingesetzt und wir hatten uns nur unterhalten. Ja. Die, also wirklich so 3-4 Stunden war das. Ja. Kein Sex, nichts passiert. Gar nichts. Drei, vier Stunden? Und hast du dieses Unterhalten auch 3-4 Stunden dann bezahlen müssen? Nein, gar nicht. Wir haben nur unter einer Bar gesessen. Ja. Nicht bezahlen, gar nicht. Also finanziell haben wir nie was miteinander gehabt. Also. Und bist dann auch das erste Mal wieder aus dem Club rausgegangen, ohne mit ihr Sex gehabt zu haben? Ja. Da haben wir uns ein paar Mal getroffen, also wirklich so ein Vierteljahr. Ja. Getroffen, und nach dem Vierteljahr sind wir zusammengekommen. Ach, also das heißt, du hast sie wirklich im Puff kennengelernt. Ja. Es ist nichts im Puff gelaufen an Sexualität. Nee. Du hast nie für ihre Dienste gezahlt. Gar nicht. Und habt euch dann so peu à peu kennengelernt und dann wart ihr plötzlich zusammen. Genau. Ist ja eigentlich auch eine schöne Geschichte. Eigentlich ja. Ja. Das Problem ist, sie kommt aus der Ukraine. Mhm. Sie lebt da auch. Sie hat eine Tochter. Sie war jetzt auch Weihnachten bei mir. Mhm. Für 2 Wochen. Und das Problem ist, ich habe manchmal ein Problem mit ihrem Beruf. Ja. Das ist, damit wir es nicht durcheinander bringen, die Tochter wohnt in der Ukraine. Sie, das Mädel, wohnt hier, ne? Bei dir in der Gegend. Nee, sie wohnt in der Ukraine und sie ist bei mir in der Gegend und arbeitet da. Ach so, das heißt. So mal so für 2-3 Wochen immer. Ach so, dann pendelt sie hin und her. Ja. Ach so. Sie ist dann mal für einen Monat zu Hause bei sich. Ja. Und ist denn wieder für 3-5 Wochen hier? Ja. Wohnt sie dann auch bei dir oder hat sie hier dann auch noch ein Zimmer? Sie hat ein Zimmer. Mhm. So, jetzt hast du gerade gesagt, alles gut und schön, aber irgendwie macht mir das schon zu schaffen, dass sie Prostituierte ist. Ja, weil es hat nichts mit Eifersucht zu tun, aber ich glaube, es ist normal, weil jedes Mal, wenn wir zusammen sind, ist es wirklich schön, aber irgendwie ist immer im Hintergedanken, da ist irgendwas. Mhm. Naja, klar, was heißt, da ist irgendwas? Als Mann stellt man sich ja unter Umständen auch vor, was hat die gestern alles gemacht? Was hat sie gestern alles gemacht? Wie viele Männer waren da schon bei ihr?
Sie versichert mir ja immer, ich bin der Einzige, ich bin derjenige und sie kommt jeden Tag bei mir vorbei. Also wir verbringen die Zeit, die wir haben, verbringen wir miteinander. Mhm. Aber eben bei mir ist wirklich, ich war auch kurz davor zu sagen, ich beende es, es ist besser für mich. Aber ihr habt auch Sex miteinander. Ja, wir haben Sex miteinander. Und das ist auch in Ordnung. Ja, es ist wirklich in Ordnung. Dennoch, also, Frage, denkst du beim Sex mit deiner Freundin, dass sie eine Prostituierte ist? Denkst du, nein. Wie viele Männer da jetzt gerade vielleicht auch schon? Das nicht. Ja. Nee, gar nicht. Ja. Hast du ihre deine Bedenken ihr so gesagt auch, dass du meintest so, dass du Schwierigkeiten damit hast, mit ihrem Beruf? Jein. Mit ihrer Tätigkeit? Jein. Was heißt jein? Ich hab's erwähnt und dann ist es auch im Streit ausgeartet. Mhm. Streit in dem Sinn, dass sie sagt, ich will das aber machen, lass mich in Ruhe. Nee, was heißt, sie will es machen, sondern wirklich, dass sie hat bei sich zu Hause keine große Chance, Geld zu verdienen im Beruf, weil wir wissen alle, Osburg, da finanziell, das ist alles eine ganz andere Sache wie in Deutschland. Ja. Und sie will nicht, dass ihre Tochter so endet, was heißt so endet wie sie, sondern so eine Arbeit machen muss wie sie. Das heißt, sie sagt, ich muss es machen, ich brauche die Kohle ganz einfach. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich eine ganz arme Frau und kann meinem Kind nichts bieten. Genau. Und die nächstes Jahr wird die Tochter, kommt in eine Schule und dann kann sie sowas nicht mehr machen. Ja. Sie will definitiv das nur noch dieses Jahr machen. Aber was ist das für eine Perspektive für euch beide, wenn sie es nur noch dieses Jahr machen? Im Augenblick keine große Perspektive. Sie geht und will oder muss auf jeden Fall wieder in die Ukraine zurückgehen. Ja, und ich soll im Sommer, im Juni, dann habe ich Urlaub, da soll ich ja zu ihr hinkommen. Mhm. Für ein, zwei Wochen, je nachdem. Ja. Da sagt sie mir jeden Tag, ich soll zu ihr hinkommen. Mhm. Sie schreibt mir jeden Tag, also... Ja, also die Tochter kommt in die Schule jetzt dieses Jahr? Mhm. Ne, dieses Jahr, sagst du? Ja, nee, dieses Jahr. Ja. Und danach, das heißt, wenn sie in die Schule geht, kann das Mädel nicht mehr als Prostituierte arbeiten, weil sie bei dem Kind sein muss. Genau, dann will sie komplett damit aufhören. Ja, das würde ja bedeuten, dass sie, wie gesagt, ganz in der Ukraine ist und ihr eine wirklich riesige Fernbeziehung hättet, wenn ihr denn zusammen wärt. Könntest du dir das vorstellen? Vorstellen könnte ich mir das. Aber ich kann es mir in diesem Augenblick jetzt nicht vorstellen, weil ich jetzt... diesen Hintergedanken immer noch habe. Jetzt, es ist kein verwerflicher Beruf. Es ist natürlich aber sehr schwierig. Also, ich habe ein Problem. Ja, natürlich. Also, ich glaube, fast jeder Mann hätte ein Problem damit. Mit Ausnahmen, klar, es gibt auch Ausnahmen. Aber da prallen jetzt zwei Welten aufeinander. Sie sagt, ich mache es, ich will es. Ich will es auch nicht, aber ich muss es machen wegen des Geldes. Ich höre dann auch damit auf. Ich liebe dich, Mike. Aber ich kann es nur alles so bewerkstelligen, wie es jetzt gerade ist. Sie scheint ja nicht zu einem Kompromiss bereit zu sein. Ne? Oder sie scheint ja nicht bereit zu sein, früher aufzuhören, wie du es gerade angedeutet hast. Also ich war auch schon kurz davor zu sagen, ich beende die Sache, weil es einfach für mich und für sie besser ist. Mhm. Aber wie stark ist denn? Am nächsten Tag hatte ich sie gesehen. Ja. Wiederum, und ich konnte es einfach nicht. Mhm. Das heißt, deine Bindung zu der Frau ist schon sehr stark. Ja, und spricht auch sie zu ihr. Mhm. Spricht sie denn darüber, ob sie diesen Job gerne macht, will ich mal nicht sagen, aber ob das okay ist für sie oder leidet sie auch darunter, den Job zu machen? Also gerne macht sie nicht. Mhm. Sie sitzt auch manchmal abends bei mir und wir gucken uns in die Augen und dann kommen ihr einfach Tränen. Mhm. Tragische Situation, Mike. Da ist guter Rat teuer. Wenn sie es will und sie sagt, das ist mein Ding, ich kann es nicht anders bewerkstelligen für mein Leben, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das zu akzeptieren. Andererseits kann man dich auch sehr gut verstehen. Selbst wenn es da eine Lösung gibt, wenn sie jetzt von heute auf morgen aufhören würde, was wäre denn dann? Was wäre dann? Das ist es ja auch. Ich weiß. Das sind wie viel? 1000 Kilometer oder ich weiß nicht. Also eine irre Entfernung. 1200 Kilometer. Siehst du, ja. Das ist natürlich auch eine Überlegung. Willst du das? Oder gibt es irgendeine Perspektive? Ich würde das lieber akzeptieren, als wie es jetzt ist. Mhm. Sei ich ganz ehrlich. Mhm. Weil es ist... Aber du hast... Ich weiß manchmal auch nicht, was ich machen soll, wie... Ich weiß es einfach nicht, was ich... Es gibt da eigentlich keine Lösung. Es gibt die Möglichkeit, dass du nochmal klar das zu ihr sagst. Mhm.
Du hast es ja noch nicht so ganz, du hast gerade Jein gesagt, so ganz klar hast du es noch nicht ausgedrückt. Dann muss man gucken, wie sie darauf reagiert. Gut wäre sicher auch mal schon, wenn du dort mal hinfahren würdest, um auch mal ihre Lebensverhältnisse zu sehen, um sie vielleicht auch noch besser zu verstehen, warum sie das macht. Vielleicht lebt sie wirklich in einer Situation, im Umfeld, das wir uns hier so gar nicht vorstellen können. Aber mehr als jetzt noch mal sehr intensiv darüber reden, kannst du nicht. Dann musst du einfach irgendwann akzeptieren, was sie sagt, was sie will. Und dann ich kann es nicht länger, gut, nicht da musst, viel länger akzeptieren, was sie für einen Beruf macht. Gut, dann musst du da irgendwann eine Konsequenz rausziehen und dich zurückziehen. Weil du kannst sie ja nicht zwingen, das zu tun oder das nicht zu tun. Ich kann sie nicht zwingen. Ich kann sie nicht zwingen. Und ich weiß, ich habe sie sehr, sehr lieb. Mhm. Sehr lieb. Ich habe ihre Tochter kennengelernt. Ich sage, sie war Weihnachten für 2 Wochen hier. Ja. Bei mir. Ich weiß sehr viel über sie, aber eben ich komme. Jetzt sag mir nochmal, das war gerade ein bisschen durcheinander. Wie viele Monate dauert es noch, bis das Mädchen, die Tochter, in die Schule kommt? Sie kommt im Oktober in die Schule. Mhm. Also da könnte man ja jetzt, wenn man jetzt großzügig denkt, könnte man sagen, naja, okay, komm. Jetzt hast du ein Dreivierteljahr, hast du es ausgehalten. Dann kannst du die paar Monate auch noch aushalten, wenn dir die Frau wirklich wert ist, wenn die Frau das wirklich will, wenn das für sie wichtig ist. Und ihr versucht dann irgendwie ab Oktober für euch ein akzeptables Leben, wie immer das auch gehen mag, mit der großen Entfernung. Könnte man ja auch so sehen, ne? Also wenn du sie wirklich sehr lieb hast und sie dir überzeugend sagt, es geht nicht anders, ich brauche das, ich kann es nicht anders, dann könnte man das ja auch noch hinkriegen. Musst du für dich klären, anders geht das nicht. Es liegt nur an mir, es ist richtig. Mhm. Mehr oder weniger liegt es nur an mir. Rede nochmal ausführlich mit ihr und versuche doch, vielleicht geht es, ich weiß nicht, wie du beruflich gebunden bist, dass du vielleicht doch früher als im Sommer hinfährst, mal eine Woche, um dir wirklich auch mal ihr Leben vor Augen zu führen dort. Und dann sieht man weiter. Ja? Das muss ich machen, also. Ja. Es ist, wenn ich mit ihr zusammen bin, sehe ich es weniger schlimm. Aber wenn ich dann zu Hause alleine bin, dann kommen so die Gedanken und dann arbeitet. Überlege dir ganz einfach, was du für die Frau, wie viel dir die Frau wert ist, wie tief du sie liebst und was für ein Opfer du auch bereit bist, für sie zu bringen. Und dafür muss man. Ich würde sehr viel Opfer bringen. Ja. Also red nochmal ausführlich mit ihr, Mike, und dann sieh weiter. Okay? Mhm. Alles Gute von Herzen. Also ich wollte nochmal sagen, deine Sendung ist echt klasse. Danke dir herzlich. Tschüss, Mike. Gut, okay, tschüss. Ciao. Und Patricia. Patricia ist 20. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Patricia. Thema ist heute der Selbstmord von meiner Mutter. Der Selbstmord von deiner Mutter. Wann ist das passiert? Am 1.10.1998. Dann warst du 14. Ja. 14, mhm. Ja. Warum hat deine Mutter sich umgebracht? Ja, das weiß keiner so genau. Also, sie hat das immer angekündigt. Sie hat immer gesagt, sie kann nicht mehr und sie bringt sich bald um. Also ich muss dazu sagen, wir haben ein ganz normales Leben. Mein Vater war immer arbeiten. Mhm. Es wurde nicht geschlagen. Sowas wurde überhaupt nicht. Ja. Aber eben halt, dass sie eben seelisch irgendwo einen Knacks hatte, denken wir. Bist du das einzige Kind? Ja. Ja. Mhm. Seelisch einen Knacks hatte, denken wir. Aber das war damals nicht so zu wahrzunehmen. Nee, sie hat ja immer gesagt, sie bringt sich um, ne? Aber was da genau, ich meine, diesen Knacks, was genau das war, das konnte man nicht sagen. Nee, kann man leider nicht. Wie hat sie sich das Leben genommen? Sie hat sich aufgehängt mit den eigenen Schnürsenkeln. Mit den eigenen Schnürsenkeln? Ja. Das kann man? Ja. Also ich habe das auch nicht gesehen. Es wurden zwar Bilder gemacht von der Kripo, aber ich habe es leider auch nicht gesehen. Woran hat sie sich aufgehängt? An einem Baum im Wald. Mit den eigenen Schnürsenkeln? Ja. Sie hat es eben eine Woche vorher hat es noch zu mir gesagt. Also sie war, als ich 7 Jahre alt war, war sie einmal im 6. Stock hier im Krankenhaus. Und da hat sie es auch schon mal gesagt. Und eine Woche bevor sie es gemacht hat, hat sie es auch zu mir gesagt, dass sie es macht. Mhm. Und ich habe noch geweint und habe gesagt, und dann sagte sie noch zu mir, du brauchst doch nicht weinen, noch ist das gar nicht so weit. Ja, und genau eine Woche später, dann hat sie es gemacht. Sag mal, du warst noch sehr jung, du warst 12, 13, 14, als das immer wieder so thematisiert wurde. Also richtig losging das, da war ich 7 Jahre alt, da war sie immer mal krank. Also ein Kind. Aber dein Vater dir es denn später mal erklärt, wie er das einschätzt, was mit der Mutter los war? Nein, also damals war das so, er hat mir auch vorgehalten, ich hätte die Schulter dran. Du hättest die Schulter dran? Ja. Hat der Vater dir vorgehalten? Ja. Mhm.
Hat deine Mutter irgendwas hinterlassen, einen Brief? Ja, sie hat einen Brief hinterlassen, den hat sie einen Tag vorher schon geschrieben. Ja, was steht da drin? Da steht drin, dass sie mich sehr liebt, dass mein Vater oder alle gut auf mich aufpassen sollen, dass sie mir viel beigebracht hat. Ja, ja, und aber auch kein Anzeichen, warum letztendlich sie das getan hat. Nein. Ich kann mich auch noch genau an diesen Tag erinnern, wo das passiert ist. Wir sind nach Hause gegangen, sie wollte noch mal los zur Bank und hat gesagt, sie wollte noch einkaufen. Ja. Ich wollte unbedingt mit und sie sagte, nee, bleib du mal hier und räum mich vielleicht ein bisschen auf und ich komme gleich wieder. Ja. Das war nachmittags um 12:30 und sie ist eben nicht wiedergekommen. Da haben wir sie 11 Tage lang gesucht. Mhm. Wir sind durch die Stadt hier gegangen mit Bildern auch. Mhm. Dann hatten wir Hinweise, dass sie in Plön gewesen sein soll, wo sie nie war. Ja. Ja, nach 11 Tagen haben Schwarzangler sie gefunden an unserem kleinen See hier. Oder an unserem kleinen, Bach, kann man sagen. Wie nimmt man denn als 14-jähriges Mädchen, auch wenn man vorher schon so Warnungen bekommen hat, die man dann ja vielleicht doch nicht so wirklich realisiert, wie nimmt man das wahr, wenn man das hört, dass die Mutter sich mit den eigenen Schnürsenkeln im Wald aufgehängt hat? Ja, ich habe geweint. Ich habe lange, lange geweint, wirklich sehr lange. Mhm. Und habe auch geschrien, ne? Mhm. Als ich das zerfahren kriegte, in dem Moment habe ich nur noch geschrien. Mhm. Dass meine Familie war da auch eben halt so, die waren eben selber alle sehr viel damit beschäftigt. Ja. Hast du denn dann halt, du hast ja gerade so was fürchterliches gesagt, dass der Vater dir vorgeworfen hat, dir, dem Kind, Patricia, du seist schuld an dem Selbstmord. Ja. Das heißt, du hast dann hinterher auch keine große Hilfe bei dem Vater gehabt, dass der dich aufgefangen hat, dass der auch die Mutter ersetzt hat? Nein, mein Vater, da kam er selber überhaupt gar nicht mit klar. Ganz im Gegenteil. Also ich muss sagen, ich liebe meinen Vater heute wirklich sehr, muss ich heute dazu sagen. Aber damals war das so, er hat mich auch geschlagen. Ne? Er hat immer gesagt, ich durfte nicht mehr raus, ich durfte gar nichts mehr. Und ich habe immer gefragt, warum darf ich nicht raus? Und er hat immer zu mir gesagt, wenn ich alleine bin, dann kannst du auch alleine bleiben. Wie ist dein Verhältnis heute zu deinem Vater? Ja, also wenn wir jetzt uns sehen, wir können uns nicht, also er kann mir nicht in die Augen gucken. Mhm. Er kann mit mir nicht reden, so über irgendwas Ernstes. Auch nicht über den Tod deiner Mutter? Er hat nie mit ihr darüber gesprochen, nie. Ich habe ihn versucht, mal zum Essen einzuladen, um mal darüber zu sprechen. Und da hat er zu seiner jetzigen Frau gesagt, er lebt heute und er möchte von früher eben nichts mehr wissen. Das heißt aber, ihr habt Kontakt miteinander, aber überschweigt alle komplizierten Themen und vor allen Dingen dieses Thema. Ja. Ja. Das heißt, du hast ihn auch noch nie, jetzt wo du älter bist, mal angesprochen auf diese unsägliche Beschuldigung. Was sollte das? Wie lange hat er das denn eigentlich aufrechterhalten, dass du schuld seist? Ich bin mit 16 nachher abgehauen, ich bin ausgezogen. Ja. Also hat er das immer wieder gesagt, 2 Jahre lang? Ja, so ungefähr. Ne? Ich habe die Schuld. Ich kam durch die Tür rein. Ich war auch damals, dann habe ich meinen Schulabschluss natürlich nicht geschafft. Denn das war ja alles, keiner hat sich um mich gekümmert, so wirklich richtig. Ich habe meine Schule nicht geschafft. Dann habe ich mir ein Berufsgrundbildungsjahr, habe ich mir dann selber besorgt. Dann kam ich davon, dann musste ich zu Hause sauber machen und ich kam in die Tür rein. Da hat mich reingezogen, mich auf diesen Fußboden geschmissen und wo warst du? Und also ich durfte nicht raus, ich durfte gar nichts. Ne? Mhm. Es wurde auch damals nicht über den Tod der Mutter gesprochen, aber es kamen ab und zu Vorhaltungen, du bist schuld, dass sie tot ist. Ja. Das ist aber sehr schlimm, Patricia. Ja. Ich finde es ganz, ganz empörend schlimm. Und er hat auch immer gesagt, hat er auch gesagt, wenn du nicht aufhörst, ich bringe dich in die Psychiatrie und. So, nun sagst du aber heute, du liebst deinen Vater und hast eigentlich auch ein gutes, relativ gutes Verhältnis, obwohl ihr kaum miteinander redet, über ernsthafte Dinge. Wie kommt das, dass du ihm das alles vergeben hast? Ich weiß es nicht. Ich vergib ihm immer. Immer. Also, er hat auf jeden Fall neu geheiratet, ich war nicht eingeladen zu der Hochzeit. Also, die haben mich belogen, dann auch bis zum geht nicht mehr. Aber Warum haben die dich nicht eingeladen zur Hochzeit? Also angeblich war der Grund, wie sie gesagt hat, sie wollte nicht, dass ich dann weine, wenn ich da sitze vom Standesamt. Die neue Frau? Ja. Mhm. Also sie wollte ja keinen Störenfried haben. Die wollte nicht, dass da die schöne Stimmung kaputt gemacht wird, wenn du dann anfängst zu heulen, weil du ja an deine Mama gedacht. Ja, aber wissen Sie, was das für ein Gefühl ist, wenn man denn auf einmal am Telefon hört, dass diese Frau meinen Nachnamen sagt? Mhm. Ich meine, ich wusste das ja alles. Sie haben auch nicht gesagt, wann sie heiraten, gar nicht. Mhm. Sie hat auch eine Tochter, die war eingeladen, ich nicht. Aber wenn du jetzt deinen Vater besuchst, besuchst du sie auch. Und ihr redet auch übers Wetter und plaudert nur, oder was? Nein, sie ist auch ein ganz komischer Mensch. Sie ist auch mal so und mal so. Also ich gehe jetzt im Moment auch gar nicht mehr hin, weil es ist mir einfach zu blöd. Ja. Mein Vater kommt jetzt mal hier und besucht mich, aber sonst... Jetzt hast du mir eine ganze Menge erzählt von dem sehr traurigen Tod deiner Mutter. Von dem, wie ich finde, unsäglichen Verhalten deines Vaters. Was war jetzt so eigentlich der Hauptanlass deines Anrufes bei mir?
Ich kann gar nichts. Ich kann nachts nicht schlafen. Ich habe so viel geweint und heute ist das so. Ich kann nicht mehr weinen. Mhm. Das wirkt sich anders aus. Das wirkt sich jetzt aus. Ich kann nachts nicht schlafen. Ja. Ich fange nachts an zu putzen. Ich mache nachts Sachen. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Also, und ich möchte einfach mal so eine Meinung hören von jemand Fremden, der mal sagt, also bin ich jetzt wirklich irgendwie ein Teufel gewesen oder was? Also das kann ich gut verstehen. Da ist einmal die wahrscheinlich immer noch nicht richtig die verarbeitete Trauer, dass die Mutter dich auf diese Art und Weise verlassen hat. Ja. Und das kombiniert mit dieser unglaublichen Schuldzuweisung, die dich als Jugendlicher, als Pubertierende damals wahrscheinlich vollkommen platt gewalzt hat, was dein Vater damit dir angestellt hat. Ich sage nochmal, dass ich das ganz schlimm finde, was dein Vater gemacht hat. Dass das mit nichts zu entschuldigen und zu erklären ist. Er trägt eine große Schuld. Das macht man nicht mit einem Kind in der Situation. Es ist erstmal völliger Unsinn. Und selbst wenn du die Mutter geärgert hättest oder so etwas, wäre es immer noch unglaublich, so etwas zu sagen. Das möchte ich dir mal ganz, ganz, ganz klar sagen. Wenn du mir jetzt erzählst, dass du eigentlich richtig neben der Spur läufst, ne, so ist es ja, dass du nicht schlafen kannst und dass du dir Vorwürfe machst und darüber nachdenkst, was ist denn nur richtig, was ist falsch, das Verhältnis mit dem Vater ist irgendwie sehr, sehr schief und verspannt. Würde ich dir, Patricia, wirklich empfehlen, dass du dir von außen Hilfe suchst. Dieses Gespräch ist vielleicht der Anfang jetzt. Dass du mit einer neutralen, du sagst es ja genau richtig, mit einer neutralen Person dauerhaft all diese Sachen mal so Schritt für Schritt nacharbeitest, was da passiert ist. Das Schlimme daran ist auch so, ich schaffe das nicht, mein Leben für mich selber zu leben, sondern ich höre immer auf ihn. Was er sagt, ist immer okay. Das ist immer noch. Ja, das ist immer. Wenn er mich besucht in meiner Wohnung, ich fühle mich in meiner Wohnung so wertlos, so nach nichts einfach. Mhm. So, ich meine, ich habe jetzt selber auch schon eine Tochter und das ist. Ich glaube, dass dein Vater sehr, sehr schlimme Dinge mit dir angestellt hat und zu verantworten hat an Psychobelastung oder Psychoterror oder wie immer man das nennen mag. Und das schaffst du, glaube ich, nicht alleine, da das aufzusprengen und rauszukommen. Ich würde dir so wünschen, dass du so einen permanenten Menschen an deiner Seite hast, einen Fachmann, mit dem du immer und über einen langen Zeitraum all das besprechen kannst und der dir auch die Kraft gibt, dich etwas von deinem Vater loszulösen oder zumindest deinen Vater in einem anderen Licht zu sehen. Ja. Denn mir scheint ja, dass du fast in einer richtigen Abhängigkeit von deinem Vater bist. Ja, also ich entscheide nichts für mich so allein. Ich denke immer dann, was denken die jetzt und was denken die jetzt? Siehst du? Ja, ja. Die tun immer so, ich meine, er arbeitet gut und sie hat gearbeitet und die haben natürlich auch alles. Mhm. Und ich bin dann immer so, ich fühle mich immer wie so eine kleine Maus. So. Mhm. Hast du auch eine Ausbildung gemacht? Nein, habe ich nicht. Gar nichts. Also ich habe dann meinen Freund kennengelernt, dann habe ich meine Tochter bekommen und ich habe meine Tochter auch bekommen und dann bin ich auch abgehauen, weil das war für mich ein Grund, das war für mich eben dieser Lebenssinn wieder, meine Tochter. Und das ist auch heute so. Also wenn ich die nicht gehabt hätte, ich wüsste nicht, was passiert wäre. Aber das ist ein gutes Stichwort, was du jetzt noch sagst. Das, was du tun solltest, was ich dir gerade geraten habe, das solltest du für dich tun und du solltest es unbedingt auch für deine kleine Tochter tun. Denn wenn es der Mutter gut geht und die Mutter seelisch im Gleichgewicht ist und gesund ist, wird das Kind auch gesund. Wenn du nichts tust, wirst es automatisch, obwohl du es gar nicht möchtest, aber du wirst es auf dein Kind übertragen. So, jetzt werde ich dich gleich mit meiner Psychologin verbinden. Ja, das ist ganz nett. Ne? Und dann kann die Heide, das ist meine Psychologin heute Nacht, kann dir noch genau erklären, wo du dich hinwenden solltest. Auf jeden Fall solltest du was unternehmen, Patricia. Mhm. Alles Gute von Herzen. Ich danke. Du legst auf und die Heide ruft dich an. Alles klar. Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema, ihr lieben Morgen, heißt Räume. Räume, die mir Angst machen. Ich möchte gerne mit euch über Räumlichkeiten reden, über Zimmer, vielleicht über einen Knast oder eine Trauerhalle oder vielleicht einen Pathologiesaal oder was auch immer, wo ihr mal wart oder wo ihr Sachen erlebt habt, die wirklich schlimm waren für euch. Und ihr sagt im Nachhinein, in diesem Raum ist etwas passiert, was mein Leben verändert hat. Oder der mir auf jeden Fall Angst macht. Räume, die mir Angst machen, so heißt unser Thema morgen. Hier ist Petra und Petra ist 40 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Und zwar bin ich Transvestit. Ich wollte gerade sagen, Petra. Ja. Die Stimme klingt aber gar nicht nach Petra. Nein, ist einfach so und ich verstelle mich auch nicht. Ja. Und darf ich dich fragen, wie du im normalen Leben heißt? Nein, möchte ich nicht. Nee, okay.
Ja, muss akzeptieren. Ja, absolut. Na, gar kein Thema. Kein Thema. Okay, und ich sag mal einfach so, ich finde, wir haben ja Homosexuelle, wir haben Lesben und sonst dergleichen und alles outet sich. Mhm. Und alles, was so im Bereich Transvestismus geht, mhm. Die leben irgendwo im Schattenbereich. Weißt du, was wir mal gerade eben machen müssen, Petra? Mhm. Wir müssen mal erklären, weil ich glaube, alle Leute immer durcheinander kommen. Mir geht's auch oft noch so. Mhm. Es gibt einen großen Unterschied zwischen transsexuellen Menschen und Transvestiten. Und Travesti. So, du bist ein Transvestit. Transvestit. Du fühlst dich eigentlich in deinem männlichen Körper wohl. Ja. Du bist gerne ein Kerl. Aber du hast... Nicht wirklich. Sagen wir mal so. Ah ja. Aber du würdest nicht so weit gehen, dass du sagst, ich würde mich operieren lassen. Das würde aus familiären Gründen schon gar nicht funktionieren. Ah, so ganz klar ist die Grenze also nicht. Auf jeden Fall hast du Spaß an dich weiblich zu geben und dich auch als Frau anzuziehen. Ich ziehe mich so an, ich gehe so aus. Ja? Ja, ich gehe auch in der Öffentlichkeit, ich gehe shoppen. Immer? Ich gehe Eisdiele, sonst dergleichen. Ja? Nur, ich sag mal, weil ich so viele Leute kenne, durch diesen Schleppbereich, sage ich jetzt mal einfach. Durch was für einen Bereich? Ja, durch Schleppbereich? Ja, sagen wir durchs Chatten. Ach, Chatbereich. Chatbereich, ja. Und ich finde es eigentlich schade, dass so viele Leute in der Dunkelheit leben, mhm. die einfach nicht in der Öffentlichkeit teilhaben können. So, du sagst, ich gehe viel raus als Frau. Aufgebrezelt, aufgedonnert als Frau. Ja. Oft oder gehst du immer als Frau raus? Ich sag mal so, also in meiner Freizeit. Ja. Die ich dann habe, die gehe ich dann halt auch so raus mit meiner Frau. Ach so, du bist verheiratet? Ja, ja. Du bist aber nicht homosexuell? Ich bin nicht homosexuell, nein. Das ist immer eine komplizierte Welt bei euch Transen, sage ich jetzt mal nett meinend. Ja, ist ja auch nett gemeint. Ne? Da gibt es ja ganz viele. Da gibt's die Schwulen, da gibt es die Heteros und da gibt es diese und jene. Also, du hast eine Ehefrau. Ja, ich bin auch verheiratet, ich habe auch Kinder. Du hast auch Kinder? Ja. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Wie alt sind die? 12 und 16. 12 und 16. Und die kriegen das auch mit? Die kriegen das auch mit. Ich habe mich auch innerhalb der Familie geoutet. Ja. Weil ich sage mal, es lebt sich einfacher, wenn ich zu Hause bin, wenn ich im Outfit bin. Ja, okay. Und mach die Tür auf und da ist jemand, der weiß, so, da ist sie, dann ist sie da. Ja. Nichts anderes. Das heißt also, in der Wohnung läufst du zusammen mit deiner Frau dann auch gerne mal im Rock und im Pumps rum? Ja, natürlich. Ja, und die Kinder kennen das mittlerweile und für die ist das auch okay. Da ist überhaupt kein Problem, weil die sehen den Vater trotzdem. Was sagen die denn zu dir denn, wenn du als Papa? Papa. Auch wenn du aufgenommen bist als Blondine? Auch wenn ich aufgenommen bin. Also, was ist dein Lieblingsoutfit, so von der Frisur her? Ist das unterschiedlich? Ja. Da ich sehr viele Frisuren habe, würde ich jetzt mal einfach sagen, ja. Ja. Darf ich fragen, was du im normalen beruflichen Leben machst? Arbeiten. Ja, das war mir schon klar. Kann ich leider nicht, um mir zu leiden. Aber in einem ganz normalen, soliden Beruf? In einem ganz normalen, soliden Beruf. Die Leute haben keine Ahnung davon, was da los ist mit dir? Nein, absolut nicht. So, und dann gehst du dann auch schon mal in deiner Freizeit Sonntagnachmittag mit deiner Frau, ihr beiden Freundinnen, dann Petra und deine Frau. Geht ja, schon wir mal gehen zusammen raus. Und dann sind die Kinder auch dabei? Manchmal nicht. Das ist relativ. Was sagen denn die Nachbarn dazu? Seid ihr nicht das absolute Klatschthema? Nee, nicht wirklich, weil die haben das bis jetzt noch nicht mitgekommen, obwohl ich schon mittlerweile 15 Jahre hier wohne. Ach, erzähl mir nichts. Die haben das nicht mitbekommen? Nein, oder die wollen sich mitbekommen. Ja, das glaube ich. Wie viele Jahre geht das jetzt schon so? Also ich mach's schon, ich sag mal, vom Kind auf an. Ja, das heißt also, du bist verheiratet seit wie vielen Jahren? Du fragst mich, 85. 85. Und die ganze Zeit lang läuft das auch so? Ja, ich habe meine Frau damals angeweiht und ich habe ihr gesagt, weil ich kann es nicht anders. Ja, und die Frau hat auch kein großes Problem damit? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, jetzt wohnst du 15 Jahre da. Habt ihr ein eigenes Haus oder wohnt ihr in einem Mietshaus? Wir haben ein eigenes Haus. Eigenes Haus. Na gut, aber die Nachbarn rundherum sehen ja auch, wer da immer ab und zu rauskommt. Und die Petra hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Namen. Das kommt nicht hin. Nee, kommt nicht hin. Wir sind zwei verschiedene Welten. Aha. Nur ich sage mal einfach so. Vielleicht wollen sie es auch nicht. Gar nicht anrufen. Ich finde es einfach nur scheiße, dass diese Minderheit, diese TVs, ja. TVs? Wenn ich das in den Medien so verfolge. Halt, wir müssen es erklären, sonst versteht es kein Mensch. TV heißt Transvestiten, ne? Ja. Sonst denken die Leute bei TV, dann sind ja ein Fernsehapparat oder so. Ja, das sind die sich da so unwirklich aufdonnern und sich dafür irgendwas geben. Und dadurch, dass ich ja sehr, sehr viele Leute kenne und ich in Deutschland viel unterwegs bin, da kriege ich dann eine Krise. Mhm. Muss ich dabei sagen.
weil die stellen die Leute so wie so ein Klon da. Ja. Das sind die gar nicht. Ich sag mal, wenn einer sich vernünftig aufzieht, vernünftig fertig macht. Ja, aber es liegt aber auch an den Transvestiten selbst, ne? Wie die nach außen gehen und wie die sich geben. Ob die auch, richtig, ne, richtig. Du machst es ja relativ normal. Du gehst ja relativ in die Normalität damit. Ja, das muss man ja auch, wenn man in der Öffentlichkeit sein will. Klar, aber es gibt ja auch viele, kenne ich auch, die völlig aufgedreht sind. Ja, und dann wirklich auch nur in den Travestie-Lokalen rumhängen und sonst sich verstecken eigentlich. Das sind ja die sich in dieser Schiene schieben. Und diese Schiene, das ist ja das, wo die Leute sich eigentlich, wenn man dann die so sieht, die sich da reindrängen. Ja, ja. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Ja, aber weil es gibt so viele Transvestiten, die einfach sagen, so, ich möchte in den normalen Knab reingehen, ohne doof angemacht zu werden oder sonst dergleichen. Wenn du in ein Café gehst oder so, als Petra, bist du, abgesehen von der Stimme, siehst du so, kannst du dich so feminin machen, dass man es eigentlich nicht erkennt, dass du ein Mann bist? Das kann ich. Kannst du. Aber du kannst die Stimme nicht verstellen, ne? Nein, natürlich nicht. In dem Moment gucken die Leute auch wahrscheinlich, ne? Wenn du sagst, bitte ein Cappuccino oder... Die gehen einfach sich sehr locker mit um. Ah ja. Hm. Wie ist das, wenn ihr in Urlaub fahrt mit der Familie? Bist du dann Petra? Seltener, sag ich jetzt mal. Ja. Ich nehme zwar die Sachen mit, aber dann seltener. Mhm. Weil dann hat man ja doch nicht die Chance und dann man weiß ja auch nie, wie die Gesetzgebung in anderen Ländern ist. Ja, stimmt. Das könnte im Knast enden irgendwo, ne, wenn du es da übertreibst. Eben, das möchte ja man dann halt auch vermeiden. Gehst du denn immer mit deiner Frau weg oder gehst du auch schon mal so in diese besagte Szene und Nachtclubs und sowas und lässt da mal auch ein bisschen die Sau raus? Weniger. Das heißt, ab und zu... Szenenmäßig dann, ich sag mal, es gibt ja GCPs. Was heißt das? Das sind so Großveranstaltungen. Ja. Die sind in Köln, die sind in Dresden, die sind in Hamburg, die sind überall. Gehst aber auch schon mal gerne hin. Das sind dann so Sachen, wo man dann auch hingehen kann, wo man vor allem die ganzen Leute trifft, die man dann im Computer dann auch liest, wo man mit drüber redet. Ja. Wo man sich dann immer wieder freut, die Leute zu treffen. Ja. Bist du deiner Frau treu oder gehst du da auch schon mal bis auf Abwägen? Nö, nee, eigentlich nicht. Habe ich ja nicht nötig. Naja, weil ich habe ja das, was ich will. Ja, ich frage ja nur. Es gab nie, was mich wundert, ich meine, toll, ich beglückwünsche dich, dass du so eine tolle Frau hast, aber es gab nie Eheprobleme wegen dieser deiner Leidenschaft? Wir machen das eigentlich unter Absprache. Wenn es ihr zu viel wird, sagt sie mir das. Ach so. Mhm. Und dann respektiere ich das auch. Ja. Wenn ihr, was ist eine sehr indiskrete Frage, aber ich frage es mal, musst ja nicht antworten. Wenn ihr beide Sex miteinander habt, bist du denn aufgemacht als Frau? Das kommt drauf an, wie wir Lust haben. Achso, das macht sie dann auch mit, das ist ihr egal. Ja. Also da kann auch eine Blondine neben ihr liegen oder eben der Kerl. Aber ich bin nie blond, sorry. Na gut, also dann irgendwie was anders. Die Nachbarn kriegen es nicht mit oder wollen es nicht mitbekommen. Wie ist es denn so im Freundeskreis oder Verwandtenbereich? Da habe ich mich total geoutet. Achso, und die nehmen das auch alle so hin? Ich sag mal so, wer kommen will und mich so sehen will oder nicht will, der sagt mir das. Ja. Und das habe ich denen auch offen und ehrlich gesagt. Ja. Und deren Meinung akzeptiere ich dann auch. Ja. Die Kinder haben nie Probleme deshalb bekommen, weil das da in der Umgebung eben nicht durchgesickert ist. Also sie werden nicht gehänselt, weil in der Schule weiß das keine, dass der Papa so ist. Nein. Nee. Im Prinzip finde ich das toll, wie du es machst, muss ich ehrlich sagen. Du machst kein Brimborium, kein Theater, du weißt, hast alle eingeweiht, du spielst nichts vor. Und selbst wenn irgendjemand was rausbekäme und den Kindern was sagen würde, na, die wissen es ja schon, ihr habt es denen ja erklärt. Ja. Und das ist ja auch richtig. Es wäre viel schlimmer, wenn ihr das geheim gehalten hättet vor den Kindern. Ja, ich finde es auch blöd. Ja, ja. Hast du denn auch gleichgesinnte Freundinnen, die auch schon mal zu Besuch kommen? Also, ja, na klar. Ah ja. Da habe ich eine Menge von. Aha. Und weil wir auch eine Gruppe haben. Ja. Wo man dann eben sich auch für solche Leute, das ist ja dieses Niederträchtige, wo die nirgendwo hingehen können. Ja. Und dann sagen wir ganz einfach, okay, kommt und fertig. Ja. Also Petra, ich glaube, dass du tolle Werbung jetzt gemacht hast dafür, dass Transen sehr nette Leute sein können, wovon ich so immer schon überzeugt war. Dass die eben auch zu unserer Normalität mit dazugehören und wir da nicht die Nase rümpfen sollten und uns die Augen ausglotzen sollten, wenn wir die sehen. Die sind halt so, wie sie sind und basta, Punkt. Ja, richtig. Ne? Ja.
weil ich sag mal, irgendwo, der eine macht dies, der andere macht dies, ja. Und man sagt ja nicht umsonst, irgendwo hat jedes Schwein im Keller hängen, ne? Genau. Oder hier in Köln, sagen wir, jeder Jack ist anders. Oder so. Ja. Du grüßt herzlich deine sehr nette Frau von mir. Werde ich machen. Und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Tschüss, Petra. Ciao. Jetzt habe ich ein kleines Problem in der Regie mit meinem PC hier. Ah, Problem ist gelöst, sehe ich schon. Und hier ist Yvonne. Yvonne ist 21. Hallo. Hallo. Hallo Yvonne. Deswegen rufst du an? Ja, also ich habe Karneval, habe ich jemanden kennengelernt. Mhm. Sind auch direkt zusammengekommen. Oh, das ging mal flott. Das ging mal bisher immer ziemlich flott. Im Kostüm kennengelernt? Nee, wir waren beide nicht verkleidet. Denn das ist ja immer so eine Sache, da weiß man nicht, was dahinter steckt. Oder wenn die Leute abgeschminkt sind, wie die dann aussehen. Nee, wir waren beide nicht verkleidet und ja. Haben uns ja kennengelernt und zusammengekommen. Und wo denn? In welchem Karneval, wenn ich fragen darf? Osnabrück. Ostensamstag war das hier. Mhm. Ja, und haben dann halt, das war Samstag ja, wie gesagt, Ostensamstag. Sonntag war ich dann halt bei ihm und haben halt einen sehr schönen Abend verbracht. Mhm. Und er war halt nach 2 Jahren Abstinenz, sag ich mal, endlich mal wieder so ein richtig lieber Kerl, der mich halt nicht verarscht und so. Das habe ich ja halt ziemlich schnell gemerkt bei ihm, weil er halt auch ziemlich kavalier ist und alles. Kann man das, Zwischenfrage, kann man das so schnell merken, ob man nicht verarscht wird, schon am ersten oder zweiten Drücken? Ich weiß nicht, also bisher die anderen, ganzen anderen Kerle, die haben irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie anders halt so. Yvonne, manchmal merkt man das erst nach einem Jahr, ob man verarscht wird oder vielleicht noch länger. Naja, egal, also du hast ein gutes Gefühl gehabt jedenfalls bei dem Treffen. Ja, und der hat immer eine Zigarette von mir angenommen. Also richtig Kavalier. Mhm. Aus dem Samstag haben wir uns noch drum gestritten, wer als erstes auf Dixi-Klo geht. So, das ist schon mal ein gutes Signal, genau. So, weiter. Ja, dann haben wir halt einen sehr schönen Abend zusammen gehabt und dann habe ich halt auch bei ihm geschlafen. Dann ging es halt darum, was ich nächsten Tag arbeiten müsste. Mhm. Dann hat er mich gefragt, was ich denn arbeite. Und ich habe halt erst gesagt, wie ich immer sage, ich arbeite in der Kneipe. Und dann irgendwann so in der Nacht so, ich konnte es nicht. Ich konnte einfach nicht lügen. Da habe ich gesagt, ich muss dir was sagen. Ich arbeite nicht in der Kneipe. Ich gehe anschaffen. Hatten wir gerade schon mal so ein bisschen das Thema. Mhm. Du gehst anschaffen. Du gehst doch anschaffen. Ja. Ja. Wie lange schon? Seit 1,5 Jahren. Ja. Wie hat er darauf reagiert? Geschockt. Und? Naja, dann hat er sich halt relativ sehr zurückgezogen. Ich war dann noch halt mal einen Abend mit einem Kollegen von mir da, also einem Kumpel, meinem besten Freund, haben wir dann noch einen ziemlich lustigen Abend gehabt. Mhm. War halt soweit auch ganz in Ordnung und dann halt. Ja, insgesamt nach 1,5 Wochen ungefähr hat er halt gesagt, dass er damit halt nicht leben kann und dass er damit nicht klarkommt, hat halt dementsprechend Schluss gemacht. Mhm. Ich habe zwar immer noch Kontakt mit ihm, möchte wohl auch noch, aber naja. Du sagst, du gehst anschaffen, arbeitest als Prostituierte, arbeitest du auf der Straße, in einem Club oder zu Hause? Privat. Privat, das heißt, du bei dir zu Hause oder du gehst? Nein, nicht bei mir zu Hause. Du gehst zu Leuten nach Hause? Nein, also das ist so, das kann man sich vorstellen wie eine ganz stinknormale Wohnung. Ja. Nur, dass dann halt, die Kerle dahin kommen und. Und die Wohnung hast du die angemietet oder? Nein. Ich habe schon Chef und Chefin, sag ich mal. Chef und Chef, ja. Und arbeiten, wie viele Mädels arbeiten da in der Wohnung? Also insgesamt sind das, glaube ich, 4. Ja. Immer zu zweit. Ja. Halt, ne? So, nun ist der Typ quasi weg, weil du die Wahrheit gesagt hast. Ja, und jetzt ist halt das Ding, wenn ich jetzt wieder jemanden kennenlernen sollte. Ich kann einfach nicht lügen. Ich bin Mensch, ich kann nicht lügen. Was dich ja ehrt, Yvonne. Was dich ja ehrt und auszeichnet, finde ich. Ja, toll. Was nützt mir das? Ja, aber was nutzt dir denn das andere? Das andere ist ein Leben aufgebaut auf eine Lüge und die permanente Angst, es kommt raus und die Katastrophe, die dann passiert. So, immerhin hast du dich ja noch gar nicht großartig auf den Typ eingestellt. Es ist ja noch nicht viel gewachsen miteinander. Aber stell dir mal vor, du bist ein Jahr mit ihm zusammen. Lügst dich permanent durch das Jahr. Ja, meine ganze Clique sagen das auch alle. Aber das Ding ist halt, ich bin jetzt vor einem Monat wieder bei meinen Eltern eingezogen. Mhm. Und ich habe hier die Hölle auf Erden. Wissen die Bescheid, was du machst? Ja, das ist es ja. Ich habe, weil nachdem was mit Dennis, so hieß der, heißt er ja immer noch. Ja. Weil was war, habe ich halt überlegt, ey,
ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wenn ich das nächste Mal jemanden kenne, dann sagt ihm die Wahrheit, dann ist wieder vorbei. Mhm. Ich habe keinen Bock drauf. Oder ich muss halt dann die Angst haben, dass er dann denkt so, oh, mit der bleibst du zusammen, die hat Kohle oder so, halt mich halt auch wieder nur ausnutzt. Warum bist du denn zu deinen Eltern wieder gezogen? Weil ich ziemliche Probleme mit meinem Vermieter hatte, Schulden. Schulden sogar? Ja, also aus, nicht allzu viel. Es ist halt, ich gehe mal erstmal davon aus, dass du eigentlich ganz gut Kohle verdienst. Kann man eigentlich auch nicht so wirklich sagen. Warum machst du den Job denn dann, wenn du nicht mal viel Kohle verdienst? Weil ich nicht zum Sozialamt gehen kann. Aber du kannst doch irgendwas anderes machen. Ja, ich hab auch was anderes gemacht gehabt vorher. Ich habe Lehre abgebrochen wegen Mobbing. Mhm. Dann habe ich geputzt. Mhm. Ich musste aber morgens für eine Stunde 25 Kilometer hinfahren, eine Stunde, wieder 25 Kilometer zurück. Okay, und problematisch. Es war problematisch, höre ich schon. Ja, das ist 500 Euro im Monat. Dieser Job als Prostituierte, wie viele Stunden am Tag machst du es? Das ist unterschiedlich. Im Moment arbeite ich im Laden, wo wir arbeiten, nur 6 Stunden. Mhm. Wie würdest du sagen, macht es dir Spaß? Ist es okay oder kotzt es dich an? Es kommt halt immer drauf an. Ich habe jetzt schon viele Läden durch und es ist halt unterschiedlich. Manchen kann man eher arbeiten, aber ich jetzt bin, ist halt die Atmosphäre relativ gut, die Gäste sind in Ordnung, da sind jetzt keine so eine Arschlöcher, wo jetzt in anderen Läden, wo ich schon gesessen habe. Ja. Aber du wirst nur nicht gerade sagen, es macht mir richtig Spaß. Na, das gerade nicht. Also jetzt besonders so von Gästen auf Zimmer gehen jetzt. Ja. Jetzt ist ja die Frage, du bist ja noch jung, du bist 21 erst. Wie so deine Lebensplanung ist, deine Lebensträume. Ich meine, dieses Problem wirst du immer wieder haben, was du gerade geschildert hast mit Dennis, solange du diesen Job machst. Entweder sagst du dir gleich die Wahrheit und der geht laufen, oder du sagst nicht die Wahrheit und lebst in der Lüge. Also ist es beides beschissen. Ja, beides ist beschissen. Wie lange willst du das denn so für dich, hast du das für dich schon entschieden, wie lange du noch in diesem Job arbeiten willst? Wie lange nicht, aber dass ich das nicht ewig machen will, ist auf jeden Fall klar. Ich will auf jeden Fall meine Lehre weitermachen. Ja, aber das sagen viele Frauen, viele Mädels, die sagen, na, ewig will ich es nicht machen, dann bleiben sie doch hängen. Und dann vergeht ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Irgendwann muss man ja auch für sich, du musst ja halt auch irgendwann musst du eine Entscheidung treffen und sagen, jetzt ist Schluss. Ende des Jahres gehe ich raus. Und da muss man, und da musst du eben auch in Kauf nehmen, das ist ja das alte Lied, die alte Leier bei euch Huren, dass ihr dann auch bereit sein müsst, mit weniger Kohle auszukommen. Ja, das ist weniger das Ding. Das Ding ist einfach sogar mein eigener Vater, als ich dem gesagt habe, dass ich halt aufhören will. Ja, soll doch bloß weitermachen wegen der Schulden. Der tut bald so, als ob ich als ob ich 20.000, 30.000 Schulden am Arsch hätte. Dabei sind es, wenn es hochkommt, vielleicht 2.000. Ja, die musst du doch schnell locker wegzahlen, die 2.000. Ja, 2.000, das ist nicht das Ding. Das kriege ich auch mit einer normalen Arbeit weg. Ja, ja. Ratenzahlung und Peng. Ja, klar. Ja, eben. Also, wäre doch, ich das erstmal, dass die Schulden vom Puckel hast. So schnell wie möglich die bezahlen. Das Zweite ist, finde ich, wenn das schon so nervig ist da zu Hause, dass du irgendwie auf jeden Fall wieder eine eigene kleine Wohnung, ein Apartment hast. Dass du unabhängig bist und nicht den Stress auch noch am Hals hast. Ja, das Ding ist, wenn ich jetzt wieder ausziehe, dann drehen meine Eltern am Stock. Kannst du doch gar nicht bezahlen. Ja gut, das musst du entscheiden. Du bist eine erwachsene Frau von 21. So, Yvonne, aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Perspektive liegt darin, dass du dir irgendeinen Zeitpunkt setzt und sagst, da gehe ich wieder raus. Dann will ich ein normales Leben anfangen. Ich will auch mal wieder Typen haben. Ich will auch mich verlieben können. Ich will vielleicht auch mal, vielleicht willst du mal eine Familie haben. Ich weiß nicht, was für Träume du hast. Willst du eine Familie irgendwann haben? Wenn ich 25 werde, bin ich gut, sage ich schon immer. Was, wenn du? Wenn ich 25 werde, bin ich gut. Also von daher, wenn ich Kinder bringen nichts. Wenn ich irgendwann mal ein Kind kriegen sollte. Gut, aber was für einen Traum hättest du denn, wenn du jetzt frei wählen könntest? Ich habe schon einen Traum. Mein Traum ist so diese Riesentransporte, Schwertransporte, die sie auch mal im Fernsehen zeigen, bei Kabel 1 oder so, ein Ding zu disponieren. Ah, das ist aber ein sehr, sehr spezieller Berufswunsch. Wie disponieren? Im Büro das zu disponieren, Schwertransporte? Ja, so ein Riesentransport, ein so ein Transport mal so richtig mit von Anfang an zu disponieren. Was muss man denn da lernen? Speditionskauffrau. Ah ja, so, haben wir's. Ein Traum, du hast einen Traum. Man muss immer einen Traum erstmal haben im Leben, um ein Ziel zu haben, auch ob man, wenn man da auch nicht hinkommt. Aber da muss man sich auf den Arsch setzen und muss alles Mögliche unternehmen, um diesen Traum zu verwirklichen. Das versuche ich ja. So. Ich hab ja Lehre angefangen als Speditionskauffrau. Nochmal anfangen. Nee, ja, keine Ahnung. Ich habe meinen Hauptschulabschluss. Ich habe mich beworben ich komme aus Osnabrück von Bremen hoch bis Köln runter. Ja? Ich habe mich überall beworben. Ich habe nichts gekriegt. Ja, weiter versuchen. Kein Argument. Ich würde jetzt auf jeden Fall wieder weiter versuchen. Ich habe gerade im Internet gesessen und habe
auch, was habe ich jetzt gesehen, Veranstaltungskauffrau, da so mit Konzert und sowas alles machen. Das ist wohl auch ganz interessant. Ja. Und mein Vater mich aus dem Internet gejagt. Ach, der Vater, ich will mit dem Vater nichts mehr hören. Da musst du weg. Das ist ja schrecklich. Der soll dein Leben nicht behindern. Weißt du, es gibt von irgendeiner, ich glaube, irgendeiner Firma gibt es so einen Werbespruch, geht nicht, gibt's nicht. Finde ich klasse. Finde ich wirklich toll. Wenn man das so als Lebensmotto auch hat, ist es einfach genial. Nicht zurückwerfen lassen, auch wenn man immer wieder Rückschläge erfährt. Du musst aus diesem Prostituiertenjob raus. Dann werden sich für dich ganz viele Dinge auch wieder lösen und bahnen. Dann kannst du dich auch wieder in Kerle verlieben. Und ich finde, ich sage nochmal, ich finde gut, dass du ehrlich bist, Yvonne. Ich finde es gut. Alles andere ist, da verstrickst du dich noch mehr rein in die Lügen. Ja, sei weit. Alle wissen das eigentlich auch, was ich mache. Ja, eben. Sei weiter ehrlich, aber steck deine ganze Energie jetzt da rein und die hast du, dass du dein eigenes Leben aufbaust und lass dir da auch nicht die Ohren wund quatschen von deinem Vater. Hm? Alles Gute. Im Moment einmal habe ich meinen Vater gebunden, weil ich hier wohne wieder. Ja, aber du das verdienst doch Geld und dann holst du dir eine neue Wohnung. Jetzt reden wir im Kreis. Ne? Ich muss mein ganzes Geld abgeben. Warum musst du das Geld abgeben? An meine Eltern. Warum? Ja, wegen der Schulden. Ja Gott, es sind doch nur 2000 Euro, hast du heute gesagt. Ja, aber mein Vater, der spielt das alles hoch. Ja, Yvonne, aber da musst du auch selbst irgendwann eine Entscheidung treffen, ne? Ja, ich muss hier raus. Ich drehe hier auch psychisch total durch. Ich bin jetzt gerade einen Monat wieder hier. Ja. Und ich drehe hier total durch. Ich habe Agros, das ist teilweise der letzte Hit, ey. Mhm. Gibt es auch noch andere Geschwister eigentlich in der Familie? Ich habe einen großen Bruder, der ist 26, ist aber schon lange ausgezogen, und einen kleinen Bruder, der ist 13. Und wie ist die Position deiner Mutter eigentlich in der ganzen Sache? Ja, Mama lässt sich schon ein bisschen davon ändern, dass ich auch mal wenigstens mal zwischendurch mal auf Party gehen kann und so, aber... Die will halt auch, dass ich halt aus dem Job rauskomme. Und sagt halt auch so, ja, und hier und da. Die will, dass du rauskommst, ne? Ja. Jetzt haben wir gerade auch noch, würde ich gerne noch am Ende des Gesprächs fragen, ich habe über die Kohle so geredet. Wenn du 6 Stunden am Tag arbeitest, auf wie viel kommst du so ungefähr im Monat? So ein Pi mal Daumen. Gute Frage, nix. Also ich habe... Das alles, wo ich jetzt mal, wo es einer mal gesagt hat, das war im FKK-Club damals, der sagte irgendwas von 3,5, aber an die Grenzen kommst du jetzt heute in den Stunden so nicht mehr. Da hast du aber auch 12 Stunden am Tag gesessen. Mhm. Ne? Also jetzt mit 6 Stunden, heute habe ich 50 Euro gehabt. Ja, da ruft der Nächste an, der nächste Chef, Kunde. Mein bester Freund. Mein bester Freund. Yvonne. 2 Sekunden. Ja. Also, ich höre schon, das ist zwar nicht die Masse an Kohle, aber es ist schon ganz ordentlich, wo man sich ein bisschen jetzt auch eine eigene Existenz aufbauen kann und von da aus dann irgendwie halt auch was unternehmen kann fürs Leben. Ja, ich hoffe. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute dafür. Und hau auf den Tisch, das ist dein Leben, zahl die Schulden und halte dich auch daran, was deine Mutter sagt. Die sagt ja nur auch raus aus dem Job. Und sei weiter ehrlich, das ist schon gut. Ja, mal gucken. Liebe Yvonne, alles Gute von Herzen. Tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen haben wir eine Themennacht. Morgen heißt das Thema Räume. Nicht Bäume, Räume. Räume, die mir Angst machen. Ich möchte gerne eben mit euch reden über Räumlichkeiten, über Zimmer, über... Ja, vielleicht auch im weitesten Sinne Räume, nämlich Gebäude, in denen ihr oder wo ihr etwas sehr Schlimmes, Trauriges, Gruseliges mal erlebt habt. Und ihr deshalb heute sagt, das ist ein Raum, der mir wirklich Angst macht. Da gehe ich nicht gerne rein oder da gehe ich nur rein, wenn ich es unbedingt muss oder wenn man mich zwingt sogar. Das ist das Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer, unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50. Faxen wir nochmal 0800 220 50 51. E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und ich sag's nochmal, ich sag's ja immer wieder, muss ich auch. Bitte, wenn ihr faxt oder e-mailt, macht's relativ kurz. Das ist für die Redaktion einfacher, dann schnell zu überarbeiten, zu sehen und zu entscheiden. Und schreibt bitte unbedingt eure Telefonnummer drauf, damit wir euch dann auch gegebenenfalls schnell anrufen können. Räume, die mir Angst machen. Thema morgen. In der Technik heute war Gutunhausen. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.
2 Uhr vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Vor dem UNO-Sicherheitsrat hat der israelische Botschafter Gilerman die Tötung des Hamas-Gründers